Hey Leute, bevor das heutige Video losgeht, ein ganz großes Dankeschön an Sky Ticket. Die Ehrenmenschen supporten das heutige Video. Alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich darf heute etwas sehr Geiles ankündigen, auf das ich mich selber schon sehr freue. Denn die neuen 5 Folgen der 4. Staffel von Rick and Morty kommen am Montag raus auf Sky Ticket. Das Ganze gibt es für 4,99 € im ersten Monat und damit habt ihr natürlich nicht nur Rick and Morty, was ich euch aber auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen muss. Diese Serie müsst ihr gucken. Ich habe sie auf Englisch durchgesucht, auf Deutsch durchgesuchtet. Ja, wer die Serie nicht geguckt hat, das müsst ihr wirklich. Also das ist die einzige Animationsserie, die ihr wirklich gucken müsst. Ich schwöre euch, keine Fehlentscheidung. Neben meiner absoluten Lieblingsserie Rick and Morty gibt es natürlich noch andere Serien auf Sky. Also wenn ihr euch das Sky-Ticket holt, habt ihr die komplette Auswahl an allem, wie zum Beispiel Game of Thrones, Westworld, Four Blocks und so weiter und so fort. Aber heute geht es erstmal um Rick and Morty und ich muss einen ganz kurzen Wutausbruch von mir mitteilen. Denn als die 4. Staffel nur der erste Teil rauskam und ich mich auf diese ganze Staffel gefreut habe, ich war erst ein bisschen mad, muss ich sagen. Aber umso mehr freue ich mich jetzt auf den zweiten Part der 4. Staffel und ich kann es kaum abwarten. Also Montag bei Sky geht's los. Die Serie wird es dann im Originalton und im Originalton mit deutschen Untertiteln geben. In deutscher Synchronisation noch nicht, da wegen der aktuellen Corona-Lage auch die Synchronstudios etwas strugglen, logischerweise. Also da können die Leute auch nicht normal arbeiten, so wie in vielen anderen Bereichen. Aber ich kann euch eine Sache sagen, Rick and Morty lohnt sich auf Englisch und auf Deutsch. Also wenn ihr noch nicht auf Englisch geguckt habt, fangt am besten jetzt an. Ihr könnt jetzt schon auf Sky gehen, die komplette Staffeln auf Englisch oder Deutsch gucken, wie ihr mögt. Und dann passend zum Montag den zweiten Part der 4. Staffel genießen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich liebe diese Serie. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas zur Serie sagen soll, weil, Leute, ich will euch nicht spoilern, aber eine Sache ist, ich liebe Animationsserien, wirklich. Ich liebe Animationsserien, ich habe alle nennenswerten Animationsserien gesehen. Aber Rick and Morty ist so weit über allem und ich könnte euch jetzt erzählen, wo es in der Serie drum geht. Aber Leute, wirklich, guckt euch die Serien einfach an. Die hat einen kranken Humor. Mann, guckt euch die Serie an. Gönnt euch Sky Ticket, in der Beschreibung alles verlinkt. Denkt dran, 4,99 € im ersten Monat. Jederzeit kündbar. Kuss geht raus. Viel Spaß mit dem Video. Ciao. Wir gucken uns jetzt das an, was wir uns schon seit Tagen angucken wollten, und zwar ABK, aber ABK hat jetzt auch ein zweites Video hochgeladen. Und damit fangen wir an. Shirin David rappt auf einen Schrottplatz. Ich habe das Musikvideo von Shirin David einmal so halbwegs geguckt, aber noch nicht wirklich intensiv mehr angeschaut. Ich gucke mal, was ABK dazu sagt. Let's go. Ey, was geht ab? Unsere liebe Shirin David hat einen neuen Song rausgebracht. Und da ich ja ein sehr großer Sizzle bin, darf ich mir das natürlich nicht entgehen lassen. Aber bevor das Video anfängt, muss ich erstmal eine Sache sagen. Weil ich hatte ja damals ein Video über Shirin David gemacht. Dann haben mir auch irgendwelche Leute, die auf Instagram folgen, gedroht. Ich bin direkt zur Polizei gegangen, so Allmann wie ich bin. Das heißt, die Polizei weiß, wenn mich mal jemand angreifen sollte und so, welche Personen eventuell dahinter stecken könnten. Darauf gehe ich jetzt auch nicht genauer ein in diesem Video. Vielleicht irgendwann mal packe ich das Ganze aus, dann werde ich auch meinen Namen alle nennen. Aber Polizei weiß wenigstens Bescheid, dass da so Nachrichten kamen, die mich versucht haben einzuschüchtern. Oha, stimmt. Beim letzten Shirin David Video, wo er da in Japan auf ihre Box reagiert hat mit dieser Plastiktasche. Erstmal zur Polizei, richtiger Allmann, aber ich würde es genauso machen, weil man muss sich im Internet nicht von irgendwelchen Leuten bedrohen lassen. Absolut richtig gehandelt. Machen wollten. 90, 60, 111. Ich gönne eigentlich gar nicht, aber gucken wir mal rein, was das ist. Schicker neuer Trenchcoat. Sieht so aus wie Kenzo. Wer hat ihn dir geschenkt oder gab es. Guck mal, das einzig Gute bis jetzt an diesem Video ist, dass das Ganze auf dem Schrottplatz gedreht wurde. Okay, ich kenne den Witz schon jetzt. Also, ich kann den Witz schon ahnen. Der ist sehr. Ich denke, der ist sehr offensichtlich. Das heißt, sie kann direkt recycelt werden. Und da gehört Shirin David noch hin. Lieber Schrottplatz, statt dem Plastik irgendwo in einem Meer zu entsorgen, was umweltschädlich ist. Obvious. Obvious. Aber Classic. Rock ist schon respektlos. Warum hat die gerade so gemacht, als ob die Eier hätte? Oh Gott. Aber Shirin Davids Musikvideo ist ja komplett auf so Ami-Style-Rap angelehnt, ne? Die Arme versucht richtig auf farbige zu machen. So richtig auf. Die hat sich da anmalen lassen, damit die wie ein Halfcast wirkt, Alter. Du bist weiß, Mädchen. Ich poste eine Story und Rapperin verschieben ihr Album um eine Woche. Animal Crossing! Ehre! Boah, da wird mir Shirin ein bisschen sympathisch. Wie heißt deine Insel in Animal Crossing, Shirin? Ich will vorbeikommen. Obwohl, nein, da warten bestimmt deine Leute auf mich. 2060. Alter, überlegt euch mal, ihr seid ABK. Ihr bekommt schon so Drohungen, anstatt dass ihr so denkt, so, boah, mir wurde gedroht. Ich glaube, jetzt halte ich mich ein bisschen zurück, so. Dann legst du erst richtig los. Oh, das ist ja ganz. Das ist also für die Zukunft auch an alle Clans und so. Am besten ABK gar nicht erst anschreiben, weil ihr kriegt nur Stress mit der Polizei und er wird euch weiter im Internet auseinandernehmen. Der Junge, der ist skrupellos. Der Junge ist skrupellos und außerdem hat er, selbst wenn er irgendwann geschnappt wird, er hat nur einen Vertrag mit Allah. Ihm ist es egal, ob er auseinandergenommen wird. Nur Allah kann ihn richten. Habt ihr gerade diesen Zensurbalken gesehen? Ey, ich schwöre, wenn ich das Bild so angucke, Fasten sowieso gebrochen.
Danke, Shirin. Ich sehe keinen Unterschied mehr zwischen Katja Krasavitsch. Hä, wer ist jetzt Katja und wer ist jetzt Shirin? Was hat er gesagt? Er sagt, welche die richtige ist. Unterschied. Wer? Die rechte ist Katja. Danke, Shirin. Ich sehe keinen Unterschied mehr. Nee, er sieht auch keinen Unterschied. Ah, oh, Mist. Zwischen Katja Krasavitsch. Ah, warte kurz. Ist das jetzt ein Quiz oder was? Wer ist denn jetzt nochmal Shirin? Keine Ahnung. Zwischen Shirin David. Katja Krasavitsch hat ja vor kurzem auch ihr Buch rausgebracht. Bitch-Bibel oder so. Weil aber ein Zeugen Jehovas kommt, macht alle Türen zu, keiner macht den auf. In der Bibel nicht, weil es umsonst ist. Da kommt eine Katja Krasavitsch mit Bitch-Bibel und dann bezahlt ihr dafür Geld. Ey, ihre Blicke, so nach dem Motto, die ist voll sexy. Mit ihrer Killer-Clown-Perücke da, Alter. Ich will nie wieder Lollis essen. Ich schwöre, ich will die nie wieder essen. Ich habe schon so lange kein Lolli mehr gegessen. Ich würde mal wieder gerne Lolli essen. So richtig sinnlich, Leute, so richtig sinnlich. Ich will nie wieder Eis lecken. Bah, das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. An so einer Dose obendran. Leute, jeder von uns trinkt diese Dosen, ohne die vorher mal oben drüber abzuwischen oder so meistens, ja? Leute, diese Dosen. Ich habe letztens eine Doku gesehen, wo in so einem Lager diese palettenweise diese Dosen stehen und da rennen Ratten über die Dosen drüber und sowas. Und dann trinken wir die Scheiße, wo Rattenpiss und Rattenkot oben drauf ist. Digga, das sollte man auf jeden Fall vorher immer abwaschen oder sich in ein Glas einfüllen. Weil da oben, Alter, ich sag euch, das ist disgusting. Die Oberseite von der Dose, die stehen im Lager und die sind einfach nur dirty, Alter. Die sind wirklich einfach nur dirty. Schüttet euch das in ein Glas ein oder wascht die Dose ab. Genauso eine bin ich. Du trinkst einen Drink so? Ich trinke so. Weil ich bin ein Cherizer. Ich bin 14 Jahre, ich rebelliere. Ich mach das, worauf ich Bock habe. Wir haben das so mehrmals reingeschnitten, so wie die da immer ihren Arsch bewegt. Weil der ist ihr zu schwer, der ist zu viel Silikon. Hat die sich ja machen lassen. Es ist zwar gerade Ramadan, man sagt auch eigentlich, dass im Ramadan der Teufel in Fesseln ist. Aber ich muss dir mal kurz beschwören. Was ist der Ramadan? Der Teufel in Fesseln? Im Ramadan der Teufel in Fesseln ist. Aber Teufel ist in Fesseln im Ramadan, okay. Ich muss dir mal kurz beschwören. Wir haben doch Ramadan. Hab ich schon fast gerade gebrochen? Ich hab schon Iftar gemacht. Jeder kennt meinen Namen, doch keiner kennt meine Geschichte. Oder welche Geschichte? Die Krankenhausakte vom OP-Verlauf oder was? Ja. Alter, also ich muss an dieser Stelle nur sagen, das ist einfach nur böse. Aber ein Schönheits-OPs. Erzähl mir mal bitte, was eigentlich damals passiert ist, nachdem du die Videos gemacht hast. Wer wurde dir geschickt eigentlich? Die haben dir doch alle gedroht. Erzähl mal bitte auf YouTube. Damit, ich werde ausmachen. Nein. Oh mein Gott. Ich bin nicht so eine, doch genau so eine bin ich. Ich bin nicht so einer, aber genauso ein bisschen. Ist eigentlich eine lustige Line. Also ich muss sagen, musikalisch, wenn ich noch irgendwie leben könnte, ich möchte leben. Also ich muss sagen, musikalisch finde ich persönlich, um jetzt auch mal was Positives zu sagen, ich möchte Shirin David hier nicht haten. Ich finde musikalisch hat Shirin David sich stark weiterentwickelt und ich finde, von der Musik her, finde ich es gar nicht so wack. Natürlich kann man davon halten, was man möchte. Ist jetzt auch nicht mein Musikgeschmack so. Ich bin jetzt auch kein Shirin David Fan. Aber ich sag so, sie geht ihren Weg. Soll sie machen. ABK macht ein bisschen Scherze. Haha, hihi. Es ist ja auch nicht böse gemeint so. Alle haben Spaß. Niemand hatet sich hier. Küsse gehen raus, ja. Küsse gehen raus. Ich bin nicht so eine, doch genau so eine bin ich. Und die ganzen 12-jährigen Mädchen feiern diesen Satz. Wenn ich Shirin David höre, werde ich automatisch arrogant. Nee, das warst du schon vorher, Alter. Aber wenn man dir 10 Euro in die Hand drückt, dann kommt dein wahrer Charakter raus. Jagmur Gieren, Alter. Nämlich Geld verändert nicht die Menschen. Geld zeigt nur das wahre Gesicht. Hat's in den Kommentaren, weil so eine Shirin David solche Werte vermittelt. Ich bin nicht auf Vorbild macht, ich bin Abturn in Person. Aber Leute, ich gucke auf Instagram letztens die Post. Shirin David hat das repostet. Und wenn ich dem scheiß Fuckboy, der sich nur einmal pro Woche nachts um 3 Uhr meldet, Nudes schicken will, dann who cares, weil genau so eine bin ich, wenn ich Bock drauf habe. Habe dem nichts hinzuzufügen. Strong, independent women. Strong, einfach nur strong, independent women. Frauen können in der heutigen Gesellschaft einfach machen, was sie wollen. Sie können auch einfach Nacktbilder um 3 Uhr morgens dem Typen schicken, der sich nur einmal meldet in der Woche, einfach damit er mal was zum Fappen hat. Leute, solange ihr 18 seid, macht, was ihr wollt, aber macht sowas bitte nicht mit 14, Alter. Dann bin ich einfach nur raus.
Und das, dass du das hier in Shirin David's Story reinschreibst, strong, dass du deine Meinung jedem sagen musst, Alter. Du hast auf jeden Fall das Leben durchgespielt. Los, weiter mit den Nudes. Rein da, rein da. Irgendwie in der Story, ein Mädchen sagt, ja, wenn ich Bock habe, einem Jungen Nudes zu schicken und er sich nie bei mir meldet, dann schicke ich ihm einfach die Nudes und sagt, ja, mach das, worauf du Bock hast. Ja, mach das, worauf ihr Bock habt, aber denk auch mal ein bisschen darüber nach, über den moralischen Wert dahinter. So richtig Emanzipation für die Rolle der Frau. So Rolle der Frau, du sexualisierst doch alles. Sagt ihr mir, dass die das patriarchalische System überwinden will und das macht ihr dann wie? Indem die sich als Objekt der Begierde verkauft. Aber genauso bist du doch erst recht ein Teil dieses patriarchalischen Systems, weil viele Männer stehen doch immer auf große Brüste, geile Arsch und so. Deswegen ist auch das ganze Konzept von Shirin David ein reiner Widerspruch. Kritisiert das patriarchalische System, in dem der Mann über der Frau steht, aber provoziert die Sexualisierung der Frau und will uns das dann als Negation verkaufen. So Motto, ja, ich mach das ja nur für mich. Hä? Gerade wenn man sich doch von diesem patriarchalischen System loslösen will. Also ich finde es immer gut, wenn ABK da seinen Retalk startet, aber letztendlich sehe ich es anders. Denn Shirin David macht es einfach nur für sich, Leute. Ist doch bestimmt keine Lösung, jeden Typen Nacktbilder zu schicken. Die meisten deiner Zuschauer wissen nicht einmal, wie man patriarchalisch schreibt oder buchstabiert. Die machen dir einfach nur nach, um irgendwelchen Leuten oder Typen zu gefallen. Das ist doch Teil... So, bevor du weiterredest, ABK, bevor du weiterredest, okay? Teil der patriarchalischen Gesellschaft... Was soll das? Guck mal. Warum kannst du nicht Rechtsklick machen und dann zumindest, dass das so in einer Reihe geordnet ist, ja? An Kachel an. Warum? Das ist ja wirklich kreuz und quer. Uff, Alter, uff. So, wir hören nochmal kurz rein. Ich war getriggert von seinem Desktop. Die einfach nur nach, um irgendwelchen Leuten oder Typen zu gefallen. Das ist doch Teil der patriarchalischen Gesellschaft, aus der du ja fliehen möchtest. Und gerade eine Motto politisch korrekte Shirin sollte sich dessen bewusst sein. Ja, die Sache ist, jetzt mal kurz meine abschließenden Worte, was ich denke ich über Shirin David. Also eher so hier, so Real Talk, ich jetzt, pass auf. Ich persönlich denke, Shirin David hat ein gutes Business-Konzept sich aufgebaut. Sie macht halt das, was funktioniert. Sie nutzt sozusagen, er sagt ja, sie ist Teil dieses patriarchischen Systems, ja, aber sie nutzt das halt gut aus, um Geld zu machen. Und deswegen, ja, Business Girl, sie soll ihr Ding machen, ja. Sie macht halt, sie hat halt das System verstanden und das ist halt das, was die Leute lernen müssen. Du musst das System einfach verstehen.